Turok is back. So, fortfahren. Wir sind ja an dieser Basis hier angekommen. Mal gucken, wie es denn hier weitergeht. Und vor allem, hier muss man sich ja auch immer noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Weil wenn wir jetzt zur Umschalttaste und irgendwas drücken, dann setzt er ja den Schalldämpfer auf, mit irgendeiner Taste schmeißt er die Granate. Also das finde ich ein bisschen eine sehr, sehr komische Einstellung hier im Spiel. Genau, Munition, alles. Sie haben immer noch ein Messer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, da war ich doch schon, dann hat es nicht mal gespeichert. Das ist ja blöd. Weg mit euch. Warte mal, komme ich hier hoch? Ja. Wo ist denn der zweite? Oh shit, Dino. Scheiße, wo ist dieser zweite? Hey. Jetzt gehen wir hier hoch. Jetzt wenn der. Na okay, jetzt komme ich hoch. Wo ist der? Ach so, der schießt gerade auf den Dino hier. Oh, der hängt. Schaut mal hin, der hängt hier an dem Container fest. Den habe ich super erwischt. Ah, bleib stehen. Echt unauffällig, Turok. Ziel erfasst. Echt, erwischt dich schon. Aber wenn man hier getroffen wird, wird es natürlich schwer zu treffen. Ja, normalerweise haben wir das hier alles erledigt. Da hat es nicht gespeichert. Das ist ja blöd. Aber es schaut schon trotzdem cool aus, dass auch die Pfeile wirklich noch drin stecken bleiben. Jetzt müssen wir mal gucken, weil ich glaube, da kommen noch welche. Genau. Da ist da jetzt hier auf die Entfernung der Bogen, glaube ich, besser. Jetzt werden wir schnell die Munition noch aufsammeln. Und wir müssen ja eh hier rein. Wir sind schneller, wenn wir uns trennen. Also hier waren wir das letzte Mal, das weiß ich noch. Jeden Fall mit Schalldämpfer. Können wir hier durch, ja. Hier bin ich. Willst du Versteckspiele machen? Erklär mir mal, wie der jetzt hier über die Treppenstufen hier hochschießen konnte.
Also der hat sich jetzt hier links versteckt, oder? Ah, das war der eine. Da hinten ist er. Da bin ich. Also können wir jetzt hier was machen? Achso, das ist nur Munition. Ja. Ah! Kleiner Bug hier im Spiel. Die hätten mich doch sehen müssen, ne? Eigentlich schon. Aber die sind jetzt normal so die Treppenrunde gelaufen, als ob hier niemand wäre. Boah, schnell Deckung. Sind zu viele. Ah, scheiße. Na okay, haben wir noch. Boah. Du kannst doch kein Fass hier auf mich schmeißen. Gar nicht mehr sicher. Gab es früher keine Markierungen, damit wir wissen, wo wir eigentlich genau hinlaufen müssen? Schaut nicht so aus. Auf jeden Fall nur mit einer Waffe erstmal rumlaufen, um ein bisschen Munition zu sparen. Wobei es ja eigentlich genug Munition gibt hier in dem Spiel. Hat der jetzt welche abgesetzt? Ja. Oh, wer ist denn das? Jetzt von hier. Können wir da hinten in die Tür gar nicht rein, oder? Oh doch. So, Munition ist eh voll. Und da ist eh zu. Also hier können wir nichts machen. Wir müssen hier drüben rein. Wo ist denn der eine jetzt hin? Boah, Alter. Ich habe gedacht, du bist tot. Leck. Ja, shit. Ja, ich habe jetzt gedacht, der eine ist eigentlich tot. Da haben wir zu früh zum Schießen jetzt aufgehört. Aber wir haben ja eh einen Kontrollpunkt hier unten. Jetzt werden wir halt schnell nochmal die zwei oder drei erledigen, die von hier kommen. Der eine ist doch auch gerade so umgefallen wie der hier. Da habe ich ja halt gedacht, der ist tot. Okay, Munition passt. Ach so, schaut hin, das waren sogar zwei. Deswegen. Wo
War das jetzt der letzte? Wo schießt der? Ah, shit, beim Nachladen. Aber das ist halt wirklich eine Gewöhnungssache von mir, dass wenn ich ein bisschen geschossen habe und ich nicht gleich einen Gegner sehe, dass ich immer gleich nachlade. Da ist natürlich das Problem, dass manchmal halt noch Leute kommen. So geht jetzt hier das Tor auf. Komisch. Also es kommt auf jeden Fall keiner raus, das ist schon mal gut. Doch, sie kommen. Boah, hinter mir ist auch einer. Wo ist unser Gefolgsmann? Das hört sich nicht gut an, ne? Ich glaube, ich habe einen Weg rausgefunden. Eine Art Aufzugsraum. Ja, und jetzt weiß auch die ganze Basis, wo du bist. Schwing deinen Hintern hier rüber, damit wir abbauen können. Erstmal gucken, ob es hier. Ah, hier sind jede Menge. Ja, die könnten wir aber von oben umgehen. Oder besser gesagt, von oben Feuer drauf geben. Ah, Pfeile. Immer gut. Guck, guck. Da kommen noch welche, dann bleiben wir lieber hier oben. Was denn, das ist der letzte? Schaut so aus, oder? Ja, da drin Feuergefecht. Ich hoffe mal, da ist unser anderer dabei. Zum Bogen nehmen. Wo ist er denn? Was machst du da? Hast du das jetzt? Mit Aufzügen fahren hasse ich, weil da muss man wieder auf allen Ebenen hier aufpassen. Steig ein, ich kümmere mich erstmal um die Steuerung. Okay, wie kriegen wir dieses Ding in Gang? Mal schaut mal, wie viele Ebenen hier kommen. Hast du den erwischt? Das wäre ja Wunder, wenn der Aufzug komplett funktionieren würde. Das glaube ich nicht. Wir werden bestimmt nochmal einen Zwischenstopp irgendwo einlegen. Ah, jetzt kommen die Fässer. Oh, oh, oh. Zielt auf die Brust, ich ziehe lieber auf den Kopf. Wo ein Panzer? Scheiße,
Nein! Ja, da weiß man immer nicht, von wo hier denn überall geschossen wird. Wo warst du denn? Ich hab ein Dickerchen gemacht. Sehr witzig. Steig ein, ich kümmere mich erstmal um die Steuerung. Jetzt warte mal, sind hier die Leichen noch da? Nee. Haben wir voll. Da müssen wir jetzt ein bisschen mehr mit aufpassen, damit wir die gleich früher erkennen. Ja, wir sind natürlich jetzt auch vorhin viel zu spät in Deckung. Aber ich hasse wirklich solche Aufzugsmissionen hier. Kommt ja in genug Spielen vor. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Naja, wenn ihr Fässer schmeißen könnt, kann ich auch auf Fässer schießen. Boah, shit. Warte mal, kommt der von hier? Okay, den hast du. Jetzt sind wir auf jeden Fall weiter wie gerade. Oh, das geht aber trotzdem noch ein Stück nach oben. Nee, das ist nicht schneller. Und was habe ich gesagt? Wir werden auf jeden Fall noch einen Zwischenstopp einlegen müssen. Oh, du wirst jetzt nicht verlangen, dass ich da hochklettere, oder? Nee. Hier wieder auffüllen. Achso, der ist weg. Ja, von wo schießen denn die? Hat der jetzt das Kabel hier gemeint, oder? Den Überbrückungsschalter der Türen. Also ich denke, ja, dann werden wir nach oben müssen, wenn es hier schon eine Treppe gibt. Warte mal, kann nochmal Munition auffüllen. Denn nicht um die Kurve sliden. Was, was, was? Habe ich es nicht verstanden? Ja, es geht auf. Ah, ich häng fest. Ja, warte doch mal. Na ja, langsam, du könntest mir mal helfen. Nach hin, nach hin. Ja, aber jetzt sind wir zumindest schon mal gleich oben. Hatten wir jetzt hier einen Kontrollpunkt?
Oh, oh, oh. Nein. Also jetzt kommen hier langsam noch mehr Gegner. Wo warst du denn? Ich habe ein Bickerchen. Sehr witzig. Steig ein, ich kümmere mich erstmal um die Steuerung. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir hatten keinen Kontrollpunkt bis hierhin. Boah, das ist übel. Das ist ja wirklich übel. Sollte man das alles nochmal machen? Naja, wenn wir das Schaltpult hier zerstört haben oder diesen Schalter, da hätten sie schon einen Kontrollpunkt einbauen können. So, regeneriere ich schnell. Jetzt waren wir so weit, kurz vorm Ende. Das ist schon ärgerlich dann. Hey. Komm, beeil dich. Das kann doch nicht wahr sein. Der regeneriert sich aber auch an manchen Stellen wirklich sehr, sehr langsam. Wo warst du denn? Ich habe ein Nickerchen. Komm, mach dein Ding an. Steig ein, ich kümmere mich erstmal um die Steuerung. Ich hasse solche Dinger. So, schnell einen Schluck vom Kaffee. Schnell noch vom Kaffee trinken lassen können. Also hier auf einer Stelle stehen bleiben bringt natürlich überhaupt nichts bei dem Aufzug. Aber damals müssten doch dann gleich die Fässer hier wieder kommen. Ja, da sind sie. Nicht mit mir. Ich glaube, ich könnte mir das jetzt auch nicht merken. Ah, jetzt kommt er von hier und jetzt kommt er von hier. Oh, leck. Nee. Nicht für meine Nerven. Wo warst du denn? Ja, das Blöde ist halt, das hält dann auch noch alles auf. Weißt du, sein Gelaber dann den Aufzug in Gang bringt. Also da wäre es wirklich gut gewesen, die hätten einen Kontrollpunkt oben eingefügt. Oder wenigstens zum Beispiel jetzt, wenn er das alles hier zum Laufen gebracht hat. Beide. So kann eine nachladen, mit anderen können wir ballern. Da schaut mal, wie schnell wir hier. Das schaut nicht gut aus, weil wir schon wieder so rot sind. Jetzt kommen wir die Fässlein.
Okay, den hat er erwischt. Ist ja mal was Gutes. Ich glaube, mit zwei Waffen ist es doch besser. Was hast du verloren? Der hat sein Ziel verloren. Was ist denn das? So, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall anstrengen. Oleg, Munition ist auch fast alle. Ist das Ding hier nicht schneller? Okay, jetzt geht das wenigstens gleich wieder zu. Burak, öffne die Türen. Aber dann seht ihr mal, wie schnell diese 300 Schuss hier durch sind. Ey, das wär's ja jetzt gewesen. Scheiße, mit was schießt denn der hier? Nein! Oh, Granate, weg. Muss Munition sparen. Ah, ich habe Munition aufgenommen, perfekt. Schnell hin, Munition holen. Ja, was machst denn du? Ey, es sind noch zwei Etagen zum Hochfahren. Wenn wir jetzt dann noch wieder drauf gehen. Von wo kam der jetzt? Ach, von da hinten, ne? Jetzt, oder? Ja. So, schnell Munition auffüllen. Warum nimmst du deine Munition nicht voll? Wir haben noch keine 300. Das ist ja blöd. Ja, warte doch mal. Da oben ist der Ausgang. Wenn du mir jetzt noch ein paar Mal sagst, mach hin. Alter, gibt's eine Kugel im Kopf. Mach hin. Jetzt müssen wir uns anstrengen. Wenn man aber wenigstens schon mal vorher eine kleine Vorahnung hätte, von wo die kommen. Vergiss es. Nein. Wir sind übelst rot. Oh, leck. Alter, was ist denn das? Wir wurden jetzt von drei Seiten beschossen. Wir müssen erstmal in Deckung gehen. Wo warst du denn? Ich habe ein Nickerchen gemacht. Ja, bitte. Nein, ich kümmere mich erstmal um die Steuerung. Das ist doch nicht normal. Ich wüsste gar nicht, wo ich da in Deckung gehen soll, wenn wir da hochfahren. Egal, wo wir uns hinstellen. Wir kriegen es von allen Seiten mit.
Also, wie gesagt, jetzt werden wir erstmal nur mit einer Waffe spielen. Und natürlich müssen wir aufpassen, wenn man hier durch so engen Dinger hier durchgeht, dass man da ab und zu mal ein bisschen hängen bleibt. Munition. Jetzt kommen die Fässer. Warte mal, die Fässer kommen. Von hier war das, oder? Und ich glaube, bevor ich jetzt dann in den Aufzug einsteige, werde ich erstmal eine rauchen, ein bisschen runterkommen. Und das dann in aller Ruhe nochmal angehen lassen. Also das hat bei mir eigentlich schon immer geholfen. Das Problem ist natürlich, wenn wir das nachher zu oft nicht schaffen, dann wäre ich nämlich zu leichtsinnig. Und dann schafft man es ja eigentlich überhaupt nie. Halt mal besser mitschießen, ey. Also, jetzt sind wir hier, das passt. Auf ein neues. Lebt er jetzt noch? Ne, der ist weg. Das ist meiner. Ach so, die sind über mir. Oh, das war knapp mit der Granate. Die habe ich natürlich überhaupt nicht kommen sehen. Aufpassen, aufpassen. Also das geht ja. Aber sobald wir wieder in diesen Aufzug steigen, wird's kriminell. Jetzt warte erstmal. Jetzt wird erstmal der ausgeschaltet. Wenn ich den Notfallschalter schieße, kommen sie ja von da drüben auch raus. Von hier. Zeig dich. So, das. Hammer. Jetzt brauchen wir schnell Munition. Dann werden wir auf zwei Waffen wieder umgehen. Ah, so ein Scheiß hier. Jetzt warte kurz, ich brauche Munition. Mach hin. So, das haben wir auch. Okay, Leute, also. Jetzt erstmal zur Ruhe kommen. Schnell mal eine rauchen. Und vielleicht wird dann die Treffsicherheit wieder besser. Ich hoffe, bis gleich. Oder besser gesagt, bis in der nächsten Folge. Macht's es gut. Ciao.